Wir starten unseren Versuch mit einem normalen Markenöl ohne Additiv. Es wird bewiesen, dass bei einer Belastung von ca. 30 bis 40 Kilo punktueller Belastung der Schmierfilm reißt und es zu einem Fresser kommt. Ein Elektromotor treibt einen gehärteten Stahlring mit 900 Umdrehungen pro Minute an. Über ein Hebelwerk wird eine weitere Stahlrolle auf den Stahlring gedrückt. Es entsteht zu Anfang eine punktuelle Belastung. Das Hebelwerk hat eine Übersetzung von 25 zu 1. Ein Kilo Zug entspricht 25 Kilo Druck auf die Rolle. Eine Kontrolle erfolgt durch einen Strommesser. Je höher die Reibung von Metall auf Metall, desto mehr Strom verbraucht die Apparatur, um den gehärteten Stahlring mit einer konstanten Umdrehung zu bewegen. Es fängt an zu rauchen und der Fresser kommt schon bei einer sehr geringen Belastung zustande. Es wurde einiges an Material durch diesen Fresser von der Walze abgerieben. Und Metallspäne sammeln sich in der Ölwanne. Nun werden ca. 20% vom Hochleistungsadditiv hinzugegeben. Es braucht nur einige Minuten, damit eine molekulare Verkettung stattfindet und sich das Öl-Additivgemisch in die Oberfläche des Metalls einarbeiten kann. Das Gemisch dringt in die Poren der Walze als auch des Ringes ein. Nun wird die Belastung wieder langsam aufgebaut. Es ist jetzt schon zu sehen, dass bei der gleichen Belastung wie vorhin es noch keinen Fresser gibt. Die Belastung wird weiter gesteigert, bis wir kurzfristig auf über 300 Kilo Belastung kommen, ohne dass es zu einem Fresser kommt. Selbst der Strommesser schlägt nicht aus. Der hier gezeigte Test dient zur Bestimmung von Verschleißkennwerten und Hochdruckeigenschaften flüssiger Schmierstoffe. Der Prüfaufbau und die Testmaschine sind eng an die international anerkannten Timken-Testbedingungen angelehnt. Im ersten Testdurchlauf wird ein modernes Mehrbereichsmotorenöl auf seine Belastbarkeit hingeprüft. Im zweiten Testdurchlauf wird dasselbe Mehrbereichsmotorenöl unter Zugabe von 20% METI-M Motorenöladditiv noch einmal geprüft. Durch die Zugabe von METI-M wird eine Qualitätsverbesserung des Mehrbereichsmotorenöls erzielt. Die Druckfestigkeit wird deutlich erhöht und eine Verringerung des Verschleißes ist mit bloßem Auge gut zu erkennen und wird vom TÜV und anderen technischen Institutionen seit 1994 getestet und geprüft. Dank des METI-Universaladditivs hat sich die Abreibung um ein Vielfaches verringert. Im direkten Vergleich sehen Sie den Unterschied zwischen dem Test ohne und mit dem METI Universal M-Additiv.